Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal. Heute zu Gast der Benedikt Staflinger vom Blog Dividende ohne Ende. Er war so gut und hat einen tollen Gastartikel bei mir im Blog über die Unternehmensentstehung und die Geschichte der IBM geschrieben. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer noch einsteigen, also kurz den Artikel natürlich auch streifen, aber auch nochmal ein bisschen tiefer reinschauen. Danke, Benedikt, erstens für den Artikel, zweitens auch, dass du heute Zeit und Lust hast, mit mir da nochmal tiefer einzusteigen. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Ja, mir geht's sehr gut, auf jeden Fall. Ich kann mich nicht beklagen. Wie geht's bei dir so? Wie läuft's? Ja, danke. Bei mir auch alles super. Benedikt, vielleicht stellst du dich und vor allem auch deinen Blog nochmal kurz vor, in eigenen Worten, damit die paar Zuschauer, die dich noch nicht kennen, sich auch ein bisschen mehr darunter vorstellen können, was bei dir im Blog so abgeht. Ja, sehr gerne, natürlich. Also, mein Blog ist Dividende ohne Ende. Worum geht's? Ich stelle da jede Woche ein meiner Meinung nach sehr interessantes Unternehmen vor. Dabei gehe ich definitiv nicht zu tief in die ganzen Bilanzkennzahlen ein. Mir geht es eher darum, dass man ein grundsätzliches Verständnis für die Aktie gewinnt, dass man Unternehmen kennenlernt, das man vielleicht davor noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja, in dem Zug gehe ich dann immer auch viel auf die Entstehungsgeschichte ein. Wo kommt die Firma her? Wo wollen die hin? Was sind die Beweggründe? Das Geschäftsmodell? Und ja, ich denke, dass man als Anleger einfach damit bessere Investmententscheidungen treffen kann, wenn man Unternehmen besser versteht. Und ich denke, dass da mein Blog ein bisschen hilft. Von daher freue ich mich jetzt, dass ich euch heute gemeinsam mit Vincent IBM ein bisschen näher vorstellen darf. Ja, heute, wie du eben schon gesagt hast, wollen wir uns natürlich genauer mal IBM, das Unternehmen IBM, anschauen. Und das hat ja schon eine ziemlich lange Historie. Du hast ja auch schon eine Timeline eingeblendet. Da schauen wir gleich mal auf ein paar Highlights. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die ja ganz groß irgendwann in den 60ern eben dabei waren, auch die ersten Großrechner mitzuentwickeln und zu erfinden. In den Anfang 80er gab es dann die ersten Personalcomputer, Personal Computer, PC, wie man es heute kennt. Und dann ging es aber auch schon ein bisschen abwärts. Dann gab es so ein bisschen, eine Neuerfindung von IBM in verschiedene Richtungen und so weiter. Lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Ich glaube, die Timeline hier, die fängt noch nicht mal ganz bei der Gründung an. Aber wer da mehr erfahren möchte, schaut am besten einfach direkt in deinen Gastartikel. Der ist natürlich hier in der Videobeschreibung verlinkt. Dort erfährt man tatsächlich auch alles über die Ursprünge und die Entstehungsgeschichte. Und hier geht es 1928 los, sehe ich gerade. Vielleicht übernimmst du an der Stelle und erzählst noch mal ein paar kurze Highlights aus der Geschichte von IBM. Ja, sicher, natürlich, sehr gerne. Also angefangen hat tatsächlich bei IBM alles mit einem sogenannten Lochkartensystem. Das waren kleine Pappkartons, wo Löcher eingestanzt waren. Und wenn man diese Lochkarten in eine spezielle Maschine gefüttert hat, sagt man, dann konnte diese Maschine eben spezielle Daten daraus ablesen. Also es war tatsächlich das erste innovative Speichermittel, sage ich mal. Ein bisschen später, also es war lange Zeit der Standard. Volkszählungen haben damit stattgefunden. Viele, viele Krankenkassen haben damit gearbeitet. Du konntest dann immer an eine Lochkarte verschiedene Merkmale vom Kunden einstanzen. Und dann waren die da eben abgespeichert. Im Jahr 1952 hat es dann IBM die nächste Innovation geschaffen, nämlich mit Metallstreifen. Das war dann sozusagen der erste digitale Speicher. Wurde dann auch wieder lange weiterentwickelt. Wir sind im Jahr 1970, da gab es dann die Magnetstreifen für die Kreditkarte. Auch da waren die ganzen Kontodaten dann eben gespeichert. Ein Jahr später kam dann die Diskette, das war die nächste Innovation von IBM. Auch 1973 gab es dann den Barcode, man hat damit den kompletten Einzelhandel revolutioniert. Es ging dann deutlich schneller an der Kasse, einfach die ganzen Barcodes zu überziehen und gut ist. So, und dann kommt langsam tatsächlich erstmal Apple ins Spiel. Die haben dann den allerersten Heimrechner auf den Markt gebracht mit 1976. Ein Jahr später dann Apple II. Und IBM natürlich die riesige Marktmacht, der riesige Industriekonzern dahinter, lässt sich das natürlich nicht gefallen und bringt dann 1981 seinen ersten PC, seinen ersten Personal Computer auf den Markt. Allerdings hat man da schon den Fehler gemacht, dass man mit Drittkomponenten, also mit Drittparteien gearbeitet hat, mit Microsoft und Intel. Also man hat schon relativ früh
den Markt für andere Konzerne aufgemacht. Und das war definitiv der entscheidende Fehler. Dann sind viele verschiedene Unternehmen entstanden, auch Dell, auch HP. Und die haben dann nach und nach einfach Marktanteil von IBM weggefressen, sage ich mal. Ja, und heute, also IBM musste sich dann eben komplett neu positionieren. Die sind dann ziemlich viel in das Beratungsgeschäft reingegangen, ziemlich viel in das IT-Infrastrukturgeschäft. Und heute ist man natürlich mit seinen Cloud-Lösungen, mit seiner künstlichen Intelligenz und mit seinen Hybrid-Cloud und also es gibt da ziemlich viele Angebote, speziell für die Digitalisierung von Unternehmen. Ja. Genau, da schauen wir gleich nochmal näher drauf. Lass mich an der Stelle kurz nochmal einhaken. Ja, dazu fällt mir gerade noch ein, da gibt es ja diese berühmte Fortune Global 500-Liste, wo die wertvollsten Unternehmen der Welt immer gelistet sind. Die fängt leider erst 1990 an. Aber selbst in den frühen 90er Jahren war IBM immer noch mit in den Top 10, hier sogar an fünfter Stelle. Dann hier nochmal wieder fünfte Stelle, 91. Auch hier noch an sechster Stelle und so weiter. Also man sieht hier in den frühen 90ern ist IBM immer noch vorne mit dabei. Also die typischen Highflyer von damals, Exxon, General Motors und solche Geschichten, GE, sind hier alle vertreten, bis man dann irgendwann IBM vergeblich sucht in den oberen Rängen. Das zeigt eben auch so ein Stück weit, ja, so ein bisschen Niedergang hört sich schon ein bisschen hart an, aber die rückläufige Entwicklung von IBM. Und dann haben sie ja angefangen, eben neue Geschäftszweige zu finden für sich. Und da schauen wir mal rein, weil die Frage ist ja jetzt, womit verdient IBM eigentlich heute sein Geld? Ja, dann schauen wir mal in den Artikel rein, den du da ja verfasst hast bei mir im Blog. Und da gibt es im Prinzip fünf Geschäftszweige, die IBM heute ausmachen. Vielleicht kannst du die nochmal benennen und auch ungefähr die Gewinnverteilung der fünf Sparten einmal kurz aufzählen und ein bisschen erklären. Ja, tatsächlich. IBM teilt sein Geschäft eigentlich jetzt in fünf verschiedene Geschäftsfelder auf. Drei ganz große: Global Technology Services, Cloud und Cognitive Software und Global Business Services. Gehen wir mal ein bisschen genauer darauf ein, was das überhaupt alles ist. Also der erste große Part, oder womit IBM auch heute noch am meisten Geld verdient, das ist Global Technology Services. Und hier stellt eben IBM für verschiedene Großkunden die IT-Infrastruktur her. Ja. Dann gibt es den ganz großen Part, der im Moment am meisten und am schnellsten wächst, nämlich das Thema mit den Softwareplattformen und Lösungen, speziell für die Bereiche Cloud, Daten und künstliche Intelligenz. Und natürlich nicht alle Unternehmen sind fit, was Digitalisierung angeht. Deswegen gibt es ein großes Beratungssegment, sage ich mal, Global Business Services. Und hier spezialisiert sich eben IBM darauf, hauptsächlich Geschäftskunden eben fit zu machen für die nächste digitale Ära, verdient damit auch ganz gutes Geld. Dann gibt es noch zwei kleinere Geschäftsfelder, nämlich Systems. Auch hier bietet man eben innovative Infrastrukturplattformen an, um eben diese hybriden Multicloud- und Enterprise-Lösungen zu verwenden. Und auch, weil natürlich diese ganzen Programme auch viel Geld kosten, gibt es auch eine eigene, ja, ich sag mal, Finanzabteilung, Global Financing. Und ja, hier kümmert man sich eben halt um verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten mit Krediten, mit Leasingraten und alle möglichen Tätigkeiten, um halt eben seinen Kunden diese Software auch, ja, anbieten zu können. Ja, vielen Dank für die Ausführungen zu den Geschäftszweigen. Und ja, dann gab es ja vor etwas über 2 Jahren die große Ankündigung der Übernahme von der Firma Red Hat. Also wie gesagt, im Juli 2019 wurde die dann auch abgeschlossen und vielleicht schauen wir mal drauf, was es damit auf sich hat, welche strategischen Hintergründe das hat, um ganz kurz da den Einstieg zu finden. Red Hat ist eine große Firma im Bereich Open Source Geschäft. Open Source, das ist im Prinzip ja ein Weg, etwas dezentral und von einer Community gemeinschaftlich zu entwickeln. Und da ist eben Red Hat ein ganz großer Player. IBM hat Red Hat für 34 Milliarden Dollar übernommen. Das entspricht tatsächlich über 30% der heutigen Marktkapitalisierung von ganz IBM.
Und wenn es um IBM geht, ist immer die Rede von einer sogenannten Hybrid Cloud. Was heißt das? Im Prinzip ist es eine Kombination aus privaten und öffentlichen Clouds. Und im Zuge der Digitalisierung, die ja vielerorts heute so stattfindet, arbeiten eben auch viele Unternehmen mit solchen hybriden Multiclouds. IBM bietet in diesem Bereich eben verschiedene Services, wie zum Beispiel Sicherheit und das Managen dieser Systeme an. Insofern macht natürlich diese Riesenübernahme, dieser Riesenbrocken durchaus Sinn. Vielleicht, Benedikt, können wir mal drauf schauen, ob das jetzt nach einer gewissen Zeit schon so ein kleines Zwischenfazit zulässt, ob das in die richtige Richtung geht, weil wir haben ja eben auch schon gesehen und gehört, dass IBM ja lange immer wieder neue Fokus auf verschiedene Sachen gelegt hat und jetzt eben diese Geschichte Hybrid Cloud und Red Hat Übernahme. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen. Sicher, natürlich. Also ja, definitiv. Die Übernahme von Red Hat war extrem teuer. IBM hat sich dafür auch ziemlich verschuldet. Aber es war definitiv ein wichtiger und auch ein richtiger Schritt und eine ganz gute Richtung für eine erfolgreiche Zukunft. Weil das, wie du schon angesprochen hast, also natürlich, man macht hier ein bisschen was mit künstlicher Intelligenz, ein bisschen was Blockchain, ein bisschen was Cloud. So, es hat halt ein bisschen den Anschein gemacht, dass halt IBM ein bisschen den Fokus verloren hat. Und die Red Hat-Übernahme leitet so ein bisschen eine neue Ära ein. Klar, wie gesagt, das war eine sehr teure, aber man sieht jetzt inzwischen auch schon die ersten Früchte. Tatsächlich, wie auch schon vorhin kurz angesprochen, der Cloud- und Cognitive-Software-Bereich wächst aktuell am stärksten. Ich glaube, dieses im letzten Quartal um 19% konnte er dazulegen und das vor allem eben wegen der Red Hat-Übernahme. So, im Zuge dessen möchte das IBM sogar noch einen Schritt weitergehen und möchte sein Geschäft aufteilen und sagt, okay, wir möchten dieses alte IT-Infrastrukturgeschäft ausgliedern. Das wird dann eine NewCo geben, also eine neue Company. Der Name ist noch nicht festgelegt, deswegen vorübergehend erstmal NewCo. Und der soll dann eben halt der Nummer 1 Infrastrukturlieferant für Großkonzerne werden, sage ich mal. Und IBM möchte sich einfach spezialisieren auf das Thema Hybrid-Cloud, künstliche Intelligenz und sagt selber, dass es ein extremer großer Markt ist. Dieser komplette Cloud-Bereich soll ein Milliardenmarkt sein. Also da ist extrem viel Potenzial da und wenn sich IBM da vernünftig positionieren kann, gibt es da ganz gute Chancen, dass dann auch der Aktienchart dementsprechend wieder mal aufwärts geht. Man muss auch sagen, dass IBM eher im Geschäftskundenbereich ist. Also es gibt natürlich sehr viele Cloud-Anbieter für Privatkunden. Amazon ist ein ganz großer Player, auch Microsoft und Google mischen da ziemlich viel mit. Aber IBM, gerade was die Geschäftskunden angeht, sind die sehr gut positioniert. Und jetzt wird sich in den nächsten paar Quartalen, in den nächsten paar Jahren, wird sich dann zeigen, ob das alles so gefruchtet hat. Wie gesagt, man muss diesen riesen Schuldenberg, den man jetzt da aufgenommen hat, immer noch abbauen. Aber es war definitiv ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Also das sieht ja dann tatsächlich diesmal strategisch sinnvoll aus. Die ersten kleinen Erfolge sind erkennbar. Und eine weitere Geschichte hast du hier schon eingeblendet, die in dem Zusammenhang auch absolut Sinn ergibt, nämlich ja, dass der neue CEO Arvind Krishna jetzt installiert wurde. Und dieser war nämlich vorher der Leiter der Cloud-Sparte. Von daher ist das genau sein Thema. Und man sieht eben, dass das wichtig wird oder wichtig sein soll oder im Fokus stehen soll für die Zukunft bei IBM. Genau, das nochmal abschließend dazu. Also im Moment kann man doch eine starke Richtung erkennen bei IBM, was nicht immer so war. Da wurde vieles probiert und vieles wieder verworfen. Und im Moment sieht es aber nach einer klaren Struktur und nach einer klaren Linie aus. Und das soll ja eben Hoffnung geben, dass das in Zukunft wieder auch mit dem Aktienkurs dann entsprechend hochgeht. Also positive Signale. Ja, dann haben wir das soweit abgehandelt. Möchte ich nochmal den Bogen schlagen zu dir, deinem Blog und vor allem auch zu deinem Buch, was du mir hier ja netterweise auch mal zur Verfügung gestellt hast. Also der Depotplaner heißt das. Ich habe es im Urlaub komplett durchgelesen, finde es sehr interessant, gibt viel Inspiration für neue Aktien, die man so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, entsprechend
sind dort 5 Depotvorschläge mit insgesamt 660 Aktien drin. Mir ist aber aufgefallen, um den Bogen zu IBM zu schlagen, IBM ist nicht drin. Jetzt kann man auch dem Gastartikel, den du geschrieben hast bei mir im Blog, entnehmen, dass du in IBM noch nicht investiert bist. Daher wäre jetzt meine Frage, gibt es aus deiner Sicht also mindestens 60 Dividendenaktien, die interessanter sind im Moment? Oder wie stehst du selber zu IBM? Wann käme ein Investment für dich in Frage und so weiter? Also vielleicht nochmal ganz kurz, dass du ein paar Worte zum Buch erzählst, wie das entstanden ist, was der Sinn aus deiner Sicht dahinter ist, welcher der Mehrwert ist für den Leser und dann eben auch nochmal, warum ist IBM nicht drin, warum hast du IBM nicht im Depot und so weiter. Also ich würde nicht sagen, dass IBM besser oder schlechter als diese 60 anderen Aktien sind. Ich finde generell, dass das kommt immer sehr viel auf den Investorentyp selber an. Ich meine, der eine sagt, okay, ich brauche meine Dividende jetzt noch nicht, ich kann die bitte komplett reinvestieren und bin noch nicht darauf angewiesen. Und der andere sagt vielleicht, okay, ich möchte jetzt aber demnächst in Rente gehen, mir ist eine hohe Dividendenrendite wichtig, ich möchte einen starken Cashflow haben. Ja gut, also dann kommt IBM definitiv in Frage und definitiv ist IBM auch ein interessantes Unternehmen. Ich habe sie noch nicht im Depot, weil sie mir aktuell noch zu teuer sind, weil ich auch aktuell noch diesen Abwärtstrend einfach sehe, ja. Und also ich für mich, für meinen Teil würde sagen, okay, so wenn es in den nächsten paar Quartalen IBM signalisiert, dass es sich wieder deutlich verbessert haben, dass es deutlich vorankommen, auch mit der Umstrukturierung, mit der Aufteilung von dem neuen Geschäft, dann kann ich mir durchaus vorstellen, mal eine kleine Position aufzubauen, vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Aktien mal zu kaufen. Wie gesagt, die hohe Dividendenrendite ist definitiv attraktiv. Man muss aber auch sagen, die Ausschüttungsquote ist mir auch schon definitiv zu hoch. Na, man sieht halt hier schon von 2013 bis heute, die Dividende ist gestiegen. Zwar nicht mehr in dem Tempo wie davor, aber die konnte noch zulegen. Im gleichen Zuge ist aber der Gewinn immer wieder eingekracht. Ja? Und jetzt sind wir bei einer Ausschüttungsquote von 73%. Also so darf es nicht weitergehen. Wenn es so weitergeht, haben wir irgendwann Probleme und IBM macht sich kaputt, nur weil sie eine Dividende ausschütten. Das kann nicht im Sinne der Investoren sein. Von daher, da muss man aufpassen. Aber ansonsten, hey, 5,2% Dividendenrendite ist super. Wir haben eine sehr lange Dividendenhistorie auch drin. Die zahlen seit 1916, zahlen sie jedes Quartal eine Dividende. Das schaffen auch nicht viele Unternehmen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die in der nächsten Ausgabe vielleicht auch mal mit dabei sind. Vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen dazu. Also mein Depotplaner, wie gesagt, ich stelle hier 5 verschiedene Musterdepots vor. Ich gehe auf 60 verschiedene Aktien ein, dass man mal einen kleinen Eindruck bekommt, was das genau ist. Ja, wichtig ist mir halt eigentlich, dass man ein bisschen was über die Firmen erfährt, dass man ein paar Zahlen, Daten, Fakten hat. Und dann kann man sich daraus, glaube ich, ein ganz gutes Depot zusammenstellen. Ich glaube, gerade für Einsteiger oder für Leute, die noch nicht sehr lange an der Börse sind, sind da jetzt einige interessante Aktien dabei, auch für Leute, die schon länger dabei sind. Es gibt immer wieder ein paar Hidden Champions, die man vielleicht nicht auf der Watchliste hat. Von daher würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Buch, wie gesagt, hat auch mir noch Inspiration gegeben, einige interessante Unternehmen gefunden, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Lass uns aber noch bitte einmal kurz wieder zurück zu IBM und der Dividende kommen. Genau, da gehen wir nämlich einmal kurz rein hier in den Dividendenchart Pro Plus von Krawattenlos. Hier sieht man auch nochmal ein paar Kennzahlen und zwar links unten die Dividende über die Jahre halt immer gesteigert. Haben wir ja eben auch schon in der anderen Einblendung gesehen. Dividendenwachstum, eigentlich auch ganz gute Steigerungsraten drin gewesen, zuletzt ein bisschen weniger geworden. Insgesamt hatte man schon über die letzten Jahre auch ein bisschen das Gefühl, dass IBM primär daran interessiert ist, die Dividende aufrechtzuerhalten und hat viel dafür getan, eben auch Teilverkäufe aus dem Unternehmen getätigt, um die Dividende stabil halten zu können. Was das angeht, zumindest auch mit einigermaßen Erfolg. Du hast gesagt, dass die schon eine sehr lange Dividendenhistorie haben
Und seit diesem Jahr sind sie ja tatsächlich auch Dividendenaristokrat. Also die haben jetzt im April seit 25 Jahren jedes Jahr die Dividende ein bisschen erhöht. Von daher diesen beliebten Status eben auch erreicht. Ich denke, das ist ja im US-Bereich immer auch sehr beliebt für die Firmen oder wichtig, so ein bisschen statusmäßig, wenigstens dort gut zu performen. Das haben sie geschafft. Und wenn sie jetzt dann eben noch schaffen, entsprechend, wie wir es schon uns angeschaut haben und besprochen haben, mit der neuen Ausrichtung wieder zur alten Stärke zurückzufinden, dann sollte IBM wahrscheinlich auch mit dem Kurs wieder durchstarten. Ja, ich habe die nämlich 100 Stück über den Optionshandel ins Depot eingebucht bekommen. Das hat dann im Corona-Crash ist das passiert. Ich hatte die aber auch vorher schon ein paar Mal im Bestand. Die sind dann jeweils immer wieder über Covered Calls rausgegangen aus dem Depot, im März halt wieder rein. Von daher, ich finde IBM auch ganz interessant als Underlying für den Optionshandel. Schreibe regelmäßig Cash-Secured-Puts drauf und eben auch Covered Calls auf den Bestand. Wollte fragen, wie sieht es bei dir aus? Ich habe mitbekommen, dass du eben auch schon eine Weile jetzt beim Optionshandel dabei bist. Welche Strategie verfolgst du da? Kombinierst du auch die Dividendenstrategie mit den Optionsprämien oder hältst du das getrennt, vielleicht sogar in getrennten Depots? Und was hältst du von IBM als Underlying? Also verkaufst du auch mal einen Put auf IBM oder hast du da ganz andere Werte im Fokus? Da würde ich gerne mal ein bisschen mehr von dir dazu hören. Also ich muss sagen, aktuell läuft es tatsächlich sehr gut. Ich trenne es nicht. Nee, ich habe ein großes Depot jetzt bei Interactive Brokers. Da sind meine kompletten Aktien drin. Die machen mir da eben auch wieder gewissen Teil Margin frei. Ich habe auch noch eine Cash-Reserve da und mit dem Geld handle ich dann ziemlich viel Optionen tatsächlich und das sind in der Regel auch die altbekannten Aktien von meinem Blog. Da werde ich natürlich jetzt auch jede Woche, wenn ich da auch eine neue Aktie kenne, dann schreibe ich da gerne mal was drauf. Das läuft aktuell ganz gut. Ich bin da immer relativ weit weg vom aktuellen Kurs und im Fall der Fälle würde ich die Aktie auch nehmen. Also ich schreibe ausschließlich Cash-Secured-Puts. Und das zu 95%. Und wenn ich jetzt hin und wieder mal eine Aktie vielleicht bekomme, oder ich habe auch ziemlich viele Aktien, die ich noch von früher habe, die ganz, ganz hohe Stückzahlen haben. Deswegen schreibe ich da doch mal einen Covered Call, aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Genau, und ich veröffentliche natürlich auch immer schön brav mein Ergebnis monatlich beim Aktienfinder, bei den Helden der finanziellen Freiheit. Und da sieht man auch ganz klar, dass ich im März erstmal eine schöne Glatsche bekommen habe. Es war ein wichtiges Learning. Ich war da überhebelt im Markt drin. Und ich bin froh, dass das gleich am Anfang passiert ist. Das waren tatsächlich meine ersten beiden Optionen. Die sind gleich mit einem Margin Call gestartet. Aber trotzdem, ich habe da sehr viel draus gelernt. Und alleine jetzt im November konnte ich fast den kompletten Betrag wieder gut machen. Von daher, ich muss ein Fazit ziehen. Es war ein sehr, sehr gutes Jahr für mich. Optionshandel werde ich auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Klar. Ja, top, das sieht ja gut aus. Du liegst sogar irgendwie zwei Plätze vor mir in dem Monat und man sieht eigentlich auch sehr schön, dass man mit den Optionen eigentlich relativ leicht auch schneller höhere Einnahmen erzielen kann, höheren Cashflow als mit Dividenden. Da braucht man natürlich viel mehr Kapital quasi in Dividendenaktien und bei den Optionen kann man da eben auch ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Prämien vereinnahmen. Sieht man auch bei mir, ist das auch ein bisschen höher auf der Optionsseite, obwohl der Abstand in diesem Monat halt nicht so groß war, aber in anderen Monaten kommt das schon deutlicher rüber. Was uns eint, ist, glaube ich, dann auch die Klatsche im März. Finde ich gut, dass du es auch offen angesprochen hast, auch die Fehler erkannt hast. War ja bei mir genauso. Ich war völlig überhebelt dort zu dem Zeitpunkt im Markt und abgestürzt. Im Gegensatz zu mir konntest du ja sogar das Jahr optionsmäßig dann sogar noch positiv abschließen. Das heißt, du bist ja durch dieses frühe Learning dann nach hinten raus sogar fett im Plus rausgelaufen, was die Optionseinnahmen angeht. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega interessant. Freut mich, dass du da auch Gefallen dran gefunden hast. Und da haben wir ja noch eine Gemeinsamkeit. Also auch ich kombiniere das ja gerne, die Dividendenstrategie und den Optionshandel. Von daher sind wir da ja ähnlich unterwegs. Ja, klasse. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur vielen, vielen Dank zu sagen für den tollen Gastartikel, für deine Zeit heute, dass wir das Thema hier nochmal vertiefen konnten, auch für die Einblicke in deinen Blog, in dein Buch, in deine Art des Optionshandels. Also wie man sieht, haben wir da ja einige Parallelen, freut mich sehr. Übrigens kleine Info für die Zuschauer. Wir haben uns ja
im letzten Jahr, im November, mal auch persönlich dann kennengelernt. Richtig. Bei dem Comdirect Blog Awards. Also wir sind uns tatsächlich auch schon mal begegnet, was ja heutzutage leider alles nicht mehr so einfach ist. Aber ich hoffe doch sehr für alle und auch für uns, dass wir im nächsten Jahr da wieder ein bisschen freier unterwegs sein können und dass wir uns bei solchen tollen Veranstaltungen dann wieder über den Weg laufen oder auch so mal treffen. Also ich finde den Austausch mit dir sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal eine schöne Weihnachtspause, schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Erfolg mit deinen Projekten, mit dem Blog, mit dem Buch und allem, was du dann vielleicht in Zukunft noch vorhast. Würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr nochmal wieder da zusammenkommen, virtuell oder persönlich und da ein kleines Update fahren oder vielleicht sogar auch nochmal die eine oder andere Aktie zusammen besprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, alles Gute, auch den Zuschauern draußen, schöne Weihnachtsfeiertage und ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr auch wieder dabei seid. Benedikt, vielen Dank, mach's gut, ciao, ciao. Ich habe zu danken, danke, tschüss.